Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute gibt es erneut eine Blüte, eine kleine Blume. Die ist sehr schnell gemacht, sehr einfach, wie ich finde. Habe das Ganze versucht, langsam und deutlich und ja so gut wie es geht, ihm zu erklären. Daher auch für Anfänger geeignet. Genau, erzähle euch jetzt noch eben, welche Wolle ich benutzt habe, welche Häkelnadelstärke und an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Nachmachen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich war ich nie? Dann zeige ich euch einmal meine Wolle. Ich benutze hier 100%ige Baumwolle. Wie man sieht, braucht man nicht viel. Ein bisschen Wollreste reicht aus. Und benutze die passende Häkelnadelstärke dazu von 2,5 mm. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Benutzt jedoch die passende Häkelnadelstärke zu eurer Wolle, damit das Ergebnis am Ende auch schön ist, nicht zu locker und auch nicht zu fest. Dann noch ein Tipp, falls euch meine Blume zu klein ist, nehmt bewusst eine dickere Wolle, dementsprechend eine größere Häkelnadelstärke, dann wird eure Arbeit am Ende größer. Wollt ihr die kleine, dann genauso andersrum, dann nehmt bewusst noch einen dünneren Faden und eine kleinere Häkelnadelstärke, dann wird die Arbeit am Ende auch kleiner. So, wir legen los. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Den könnt ihr so machen, wie ihr den gelernt habt. Ein Video dazu findest du auch in meiner Playliste, genau, wo das wirklich ausführlich erklärt wird. Ich zeige es dir aber auch hier gerne nochmal, wie ich es mache. Also wirklich ganz einfach. Ich nehme hier den Faden, wickel den zweimal um meinen Finger. Dann gehe ich mit meiner Häkelnadel hier hindurch, entnehme das Ganze und habe hier meinen Ring, womit ich arbeite. Also wirklich ganz einfach. Und nochmal, ich nehme den Faden, wickel den zweimal um den Finger, gehe mit meiner Nadel einmal hier durch, entnehme das Ganze und jetzt können wir hiermit arbeiten. Genau. Also da es für Anfänger ist, versuche ich alles deutlich und auch langsam zu erklären. Genau, wir legen los. Wir ziehen den Faden einmal hier unten durch und von hier oben durch die Schlaufe. So, ist sozusagen unser, Anfangsknoten. Jetzt hat sich hier mein Ring gedreht. So, in diesem Ring machen wir insgesamt 6 Maschen. Also, wir gehen hier hinein, holen den Faden und von hier oben mit dem Faden einmal hindurch. Das ist die erste Masche. Das wiederholen wir insgesamt 6 Mal. Also einmal haben wir, das war Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dann können wir das Ganze hier zusammenziehen und wir schließen unseren Ring, unsere Runde mit einer Kettmasche. Dafür gehen wir hier in die erste Masche hinein, ziehen den Faden durch beide. Also einmal hier durch, so, und dann auch noch hier. Und nun schaut das Ganze so aus. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen. Wir holen den Faden, gehen einmal hindurch und noch einmal. Nun schaut es so aus. Dann nehmen wir hier oben den Faden mit, gehen hier in die erste Masche und ziehen den Faden hier durch und machen den immer so lang. Also einmal haben wir es jetzt gemacht. Nochmal, nehmen den Faden mit, gehen nochmal durch die selbe Masche, holen den Faden und ziehen ihn wieder hier hoch, damit wir auf der gleichen Höhe sind. Das haben wir jetzt 2-mal gemacht. Faden wieder mitnehmen, wieder durch. Drittes Mal. Nummer 4. Einmal müssen wir noch. Und Nummer 5. Dann ziehen wir den Faden einmal hier komplett durch. Machen hier nochmal eine feste Masche. Und häkeln jetzt 2 Luftmaschen. 1
2. Dann muss ich erstmal selber gucken. Gehen wir hier hinein. Das ist hier. Ja, doch hier. Und machen eine Kettmasche. Und nun schaut das erste Blütenblatt der Blüte so aus. Und davon möchte ich gerne 6 haben. Genau. Jetzt machen wir hier wieder 2 Luftmaschen. 1 und 2. Nehmen den Faden mit, gehen in die gleiche Masche und ziehen das Ganze jetzt hier hoch. Das machen wir 5 Mal. Das war das erste Mal. 2, 3, 4 und die Nummer 5. Dann gehen wir mit dem wieder komplett durch, machen hier eine Festmasche. Dann kommen wieder die 2 Luftmaschen, 1 und 2. Dann gehen wir hier in die nächste Masche. Hier machen wir eine Kettmasche. Und wenn wir das haben, geht es genauso weiter. Also man kann jetzt natürlich ab hier allein weitermachen. Ich mache aber gerne komplett bis hier vorne hin. Also ich mache jetzt wieder 2 Luftmaschen, Faden mitnehmen durch diese eine selbe Masche und wieder langziehen. Das mache ich wieder insgesamt 5 Mal. Einmal habe ich. Das war Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und einmal fehlt noch Nummer 5. Mit den Faden komplett durch. Hier oben eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 1 und 2. Dann gehen wir in die nächste Masche. Das ist diese hier. Und hier machen wir eine Kettmasche. So, wenn wir das haben, kommen wieder die 2 Luftmaschen. 1 und 2. Wir nehmen den Faden mit, gehen hier in dieselbe hinein und ziehen den Faden lang. 1, 2, 3, 4. Und Nummer 5. So, dann ziehen wir den Faden wieder durch. Hier eine feste Masche. 1, Moment, 1 und 2 Luftmaschen gehen hier in die nächste hinein. Machen eine Kettmasche. Und jetzt geht es weiter mit Luftmaschen. 1 und 2. Nehmen den Faden mit, gehen hier erneut rein, ziehen es lang. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und die Nummer 5. Ziehen den Faden hier durch. Eine feste Masche. Und 1 und 2 gehen in die nächste Masche. Machen eine Kettmasche. Ah, will nicht. Ist nicht ganz. Da muss ich nochmal gucken. Da ist irgendwas schief gelaufen. So, nochmal. Also hier hindurch. Mache eine Kettmasche. So. Und mache eine Luftmasche und eine zweite Luftmasche. Nehmen den Faden mit, gehen hier wieder hinein. Ziehen das Ganze lang. Nummer 1, 2, 3. 4 und einmal noch
Nummer 5. Ziehen den Faden einmal durch. Eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. 1 und 2. Gehen hier in die nächste und machen hier unsere Kettenmasche. So, nun schaut es so aus. Ich ziehe den Faden hier noch einmal durch. Lass ein bisschen was dran. Schneide es ab. So, habe den Faden verschwinden lassen. Und so schaut das Ganze aus. Für mich ist es eine der schönsten Blumen, die man so schnell machen kann. Und ich finde, die sieht einfach klasse aus. Das war's auch schon zu diesem Video. Hoffe sehr, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!